Serien wie iCarly, Drake und Josh oder Zoe 101 liefen früher auf Dauerschleife auf Nickelodeon. Das ist übrigens nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Serie haben, denn sie alle stammen vom gleichen Produzenten Dan Schneider. Seine Serien gewannen zahlreiche Preise und sorgten dafür, dass Nickelodeon Milliarden von Dollar einnahm. Doch auch wenn er dafür sorgte, dass Nickelodeon die erfolgreichste Zeit durchlebte, trennte sich der Fernsehsender im Jahr 2018 von seinem erfolgreichsten Produzenten. Auch wenn es nach außen so schien, als würde der Sender den Vertrag mit Dan Schneider nur auslaufen lassen und ihn nicht mehr verlängern, um sich anderen Projekten zu widmen, wussten viele, dass Nickelodeon nach den ganzen Vorwürfen, die es rund um Dan Schneider gab, einfach einen Schlussstrich ziehen mussten. Die Anschuldigungen gegen den Produzenten waren einfach zu krass, denn viele seiner Aktionen waren sehr fragwürdig, auch wenn viele Vorwürfe nie belegt wurden. Bleib jetzt einfach dran und erfahre mehr von Dan Schneiders kranker Neigung. Kleine Triggerwarnung. In diesem Video geht es vermehrt um körperlichen und seelischen Missbrauch von Minderjährigen. Um YouTube-freundlich zu bleiben, musste ich einige Wörter ausblurren. Der Fußfetisch. Eins der häufigsten Gerüchte, die ich von Dan Schneider finden konnte, ist, dass er einen Fußfetisch haben soll. Ich meine, es gibt zahlreiche Szenen in seinen Serien, in denen Fußwitze eingebaut sind. Klar, so ein Fußfetisch ist jetzt nicht wirklich merkwürdig, trotzdem gibt es einige Szenen, die man sich jetzt hinterfragen sollte. Zum Beispiel diese Szene aus Sam und Cat, in der Ariana Grande ihre Fußnägel isst. Außerdem postete die offizielle Seite von Sam und Cat auf Twitter, dass sie ihnen die Fans Bilder von ihren Füßen zusenden sollten. Also ganz ehrlich, auch wenn das Logo von Nick früher ein Fuß war, geht das ganz schön zu weit. Einfach krass, Kindern nach Fotos von ihren Füßen zu fragen. Doch das Ganze wird noch merkwürdiger. Als Kind hat man diese ganzen Aktionen gar nicht so richtig verstanden oder hinterfragt, doch je älter man wird, desto merkwürdiger findet man das und man merkt irgendwie, wie falsch das ist. 2013 postete jemand auf Reddit einen Beitrag und zeigte, wie erfolgreich Dan Schneider eigentlich ist. Genau unter diesem Post kommentierte ein Mädchen, das mal bei einem Vorsprechen von Dan Schneider war und erzählte, dass er ihr angeblich 100 Dollar bot, um sie einmal an den Füßen kitzeln zu dürfen. Digga, was? What the fuck? Doch nicht nur das, angeblich hat er sie danach noch mit ins Büro genommen und ihre Füße massiert. Allerdings gibt's für die ganzen Aussagen keine Beweise, sondern nur das, was das Mädchen auf Reddit gepostet hat. Später wurde noch ein Telefonat veröffentlicht, in dem eine Mutter zu hören war, die mit ihrem Kind bei so einem Casting war. Ihre Tochter war einer von 40 Kandidaten bei diesem Casting. Dort sollten sie ihre Schuhe und Socken ausziehen und barfuß übers Gras laufen. Dabei sollten sie noch in die Kamera sagen, wie sehr sie es liebten, barfuß zu gehen. In diesem Vorsprechzimmer, in dem das Ganze stattfand, war nur Dan Schneider drinne. Weder die Eltern noch andere Produzenten durften mit in dieses Zimmer kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, keiner sollte so richtig mitbekommen, was in diesen Räumen so abging. Die Eltern haben wohl erst im Nachhinein dann von ihren Kindern erfahren, was von ihnen verlangt wurde. Hier noch ein paar andere merkwürdige Szenen aus der Serie. In. In. Out. Look, I don't care who you pay. I got this. You got what? Let's go. Oh my gosh, Sam will be dead. No, me, no, listen, Sam. Yep. Ew. Don't leave my feet alone. Shoeless. Oh. Done. Oh. Okay, now come on, let's get to security so we can get to first class. Hi. Sexueller Missbrauch. Ein Mädchen, das mal beim Casting von Dan Schneider dabei war, erzählte in einem Interview, dass es sogenannte Casting-Camps gab. Dort waren die Teilnehmer zwischen 12 und 22 Jahre alt. Und es wurde immer wieder betont, dass die größte Chance von Dan Schneider entdeckt zu werden der Pool war. Also der Ort, wo die ganzen Mädels in knappen Bikinis rumliefen. Es gab noch andere große Areale wie eine Lounge oder ein Park, aber die Mitarbeiter wiesen immer wieder darauf hin, dass die größte Chance entdeckt zu werden der Pool sei. Fragt sich wohl warum. Es gibt auch zahlreiche Fotos und Videos, auf denen er seine Schauspielerinnen belästigt und denen das ziemlich unangenehm ist. Wie der 18. Geburtstag von Miranda Cosgrove. In diesem Video sieht man, wie die Schauspielerin immer wieder Abstand zu dem Produzenten sucht, er sie aber einfach von hinten umarmt. Man sieht einfach, wie unangenehm ihr das Ganze ist. Hier sieht es auch so ein bisschen aus, als würde ihr an den Hintern fassen und sie versucht auch direkt danach Abstand zu ihm aufzubauen. Hier noch ein paar andere merkwürdige Szenen aus seinen Serien. Member,
in between the toes. Im Jahr 2022 kam die ganze Thematik um Dan Schneider so richtig ins Rollen, als Jenny McCurdy ein Buch herausbrachte. Dort berichtet sie über ihre Zeit bei Nickelodeon und am Set von iCarly und Sam und Cat. In ihrem Buch nannte sie Dan Schneider zwar nie per Namen, sondern sprach immer nur vom Creator, aber jeder wusste, wer gemeint ist. Sie sagte, dass er ziemlich unangenehm werden konnte und die Schauspieler regelrecht fertig machte, wenn sie nicht das taten, was er wollte. Außerdem hatte sie immer ziemlich lange Drehtage und musste teilweise noch bis spät in die Nacht vor der Kamera stehen. Außerdem soll er noch ihre Krankheit verschlimmert haben. Sie erzählte auch in dem Buch, dass sie schon vor ihrer Rolle in iCarly an einer Essstörung und Bulimie litt. Sie sagte, der Tod von ihrer Mutter und die Rolle in iCarly hätten die Krankheit verschlimmert. Auch Dan Schneider soll einen großen Teil dazu beigetragen haben. Denn obwohl der Produzent von ihrer Krankheit angeblich gewusst haben soll, zwang er sie immer wieder riesige und merkwürdige Portionen in ihrer Rolle zu essen. Er soll ihr am Set auch immer wieder sehr nah gekommen sein und ziemlich touchy gewesen sein, was ihr so gar nicht gefiel. Sie sagte auch, dass er sie am Set dazu drang, Alkohol zu trinken, als sie gerade mal 17 war. Dabei soll er Sachen gesagt haben wie: Die Kids von Victorious betrinken sich auch zusammen. Die iCarly Kids sind noch zu lieb, wir müssen sie hart machen. Nickelodeon soll das Ganze ignoriert oder einfach bewusst weggeschaut haben. Doch nachdem die Schauspielerin den Vertrag mit Nickelodeon nicht mehr verlängern wollte, bot ihr Nickelodeon einen neuen Vertrag an. Sie sollte $300.000 dafür bekommen, wenn sie nicht über ihre Erfahrungen am Set von Nickelodeon in der Öffentlichkeit spricht. Sie lehnte das Ganze ab. Jamie Lynn Spears. Die Schauspielerin Jamie Lynn Spears ist die Schwester von Britney Spears und spielte in Zoe 101 die Hauptrolle. Doch auch wenn die Serie bei Kindern und Jugendlichen ziemlich beliebt war, wurde sie überraschend abgesetzt. Die offizielle Aussage von Nickelodeon: Die Zuschauerzahlen wären eingebrochen und keiner würde sich mehr für die Serie interessieren. Doch viele Fans wollten das nicht wahrhaben. Sie gingen eher davon aus, dass die überraschende Schwangerschaft von Jamie Lynn Spears der wahre Grund für das Ende der Serie war. Aber was hat das Ganze jetzt mit Dan Schneider zu tun? Du hast es dir bestimmt schon gedacht. Er soll angeblich der Vater von dem Kind sein. Das behauptet zumindest der Blogger von Crazy Days. Und bevor ihr jetzt denkt, irgendwie, ja, das ist nur irgend so ein Blogger oder so, das ist überhaupt keine verlässliche Quelle. Genau dieser Blogger deckte schon Jahre zuvor den Weinstein-Skandal und auch den Kevin Spacey-Skandal auf. Der Blogger schrieb in seinem Bericht: Einer der beiden Produzenten soll nicht über die Schwangerschaft überrascht gewesen sein, weil er sich schließlich geschwängert hat. Einfach richtig eklig, wenn das stimmt. Hier noch ein paar andere merkwürdige Szenen aus der Serie. Oh yeah. Oh yeah. After this, we massage my feet. No, gross. Come on, work the heel. Rub it like a man. My hand's starting to get palm cramps. Fine, take a break. Second team. I got her shoulders. Aw, man. Why do I always get the feet? Mein Fazit. Viele Sachen, die man über Dan Schneider sagt, kann man nicht belegen, also sollte man etwas vorsichtig sein, was man alles glaubt. Doch dass so viele unterschiedliche Quellen davon berichten, lässt mich glauben, dass irgendwas daran wahr sein muss. Doch was wirklich alles stimmt, wird sich wohl erst in den nächsten Jahren zeigen. Aktuell ist Dan Schneider untergetaucht und lebt wohl in Seelenruhe sein Leben. Ich habe auch Zweifel, dass er sich in den nächsten Jahren in der Öffentlichkeit zeigen wird. Ich glaube, dafür hat sein Ruf schon zu viel Schaden genommen. An dieser Stelle war es das mit dem Video. Wenn ihr immer noch Bock dazu habt, dass ich eure Kindheit zerstöre, schreibt es einfach in die Kommentare oder schaut bei meinen alten Videos vorbei. Denkt dran, mir ein Like und ein Abo für den Algorithmus dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.